Wir wollen verschiedene, etwas komplexere Reaktionen diskutieren. Die Bildungsreaktion von Chlorwasserstoff aus Chlor und Wasserstoff sieht auf den ersten Blick einfach aus, verläuft jedoch auf molekularer Ebene deutlich komplexer. Dies sieht man daran, dass sich experimentell ein Geschwindigkeitsgesetz ergibt, welches erster Ordnung bezüglich Wasserstoff und eine halbe Ordnung bezüglich Chlor darstellen. Der Mechanismus, den man sich hierzu vorstellt, ist der folgende. Chlor zerfällt in einem unimolekularen Schritt zu zwei Chlorradikale. Die Chlorradikale können mit Wasserstoff H2 reagieren zu HCl und Wasserstoffradikal. Die Wasserstoffradikale können mit Chlor reagieren zu HCl und Chlorradikale. Dies ist eine Kettenreaktion. Die Kettenreaktion wird beendet, wenn zwei reaktive Spezies zu einer inreaktiven Spezies reagieren. Der Mechanismus der Chlorwasserstoffbildung besteht aus diesen vier Elementarreaktionen. Wir betrachten nun diese vier Elementarreaktionen kinetisch. HCl entsteht in der roten Reaktion und der grünen Reaktion. Das H-Radikal entsteht in der roten Reaktion, wird in der grünen Reaktion verbraucht. Für das Chlorradikal haben wir zwei Reaktionen, die für die Bildung und zwei für den Verbrauch verantwortlich sind. Wenn wir jetzt für jedes instabile Zwischenprodukt das Quasi-Stationaritätsprinzip anwenden, dH nach dT also gleich 0 setzen und dCl nach dT gleich 0 setzen, kommen wir in der Tat zu einem Geschwindigkeitsgesetz, welches mit dem experimentell gefundenen übereinstimmt. Wenn wir Styrol mit dem Initiator AIBN zusammengeben und auf 50 Grad erwärmen, entsteht Polystyrol. Die Kinetik dieser Reaktion ist am Anfang erster Ordnung bezüglich Styrol und ein halber Ordnung bezüglich AIBN. Wir können diese Kinetik verstehen, wenn wir vier Elementarreaktionen annehmen. Die grüne Reaktion ist der Zerfall von IEBN in zwei Starterradikale. Das Radikal R startet die Kette, indem es mit einem Monomer reagiert. Die Kette kann wachsen und wenn sich zwei Radikale treffen, kann die Kette auch abbrechen. Für die bessere Übersichtlichkeit habe ich die vier Reaktionen mit Grün, Blau, Gelb und Rot charakterisiert. Die grüne Reaktion erhöht die Radikalkonzentration, die rote Reaktion erniedrigt die Radikalkonzentration. Entsprechend dem Quasi-Stationaritätsprinzip können wir annehmen, dass die rote und die grüne Reaktion gleich schnell sind. Wir setzen dazu die beiden Geschwindigkeitsgesetze gleich und erhalten K1 mal AIBN ist gleich K2 mal R-Quadrat. Daraus können wir die Konzentration der Radikale ermitteln, Wurzel K1 durch K2 mal Wurzel AIBN. Für die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit ist das Kettenwachstum entscheidend. Wenn wir in dieses Geschwindigkeitsgesetz die Radikalkonzentration einsetzen, erhalten wir diesen Ausdruck, der exakt der experimentell gefundenen Formel entspricht. Erster Ordnung bezüglich M, ein halber Ordnung bezüglich AIBN. Unter kinetischer Kettenlänge versteht man das Verhältnis der Wachstumsgeschwindigkeit durch die Bildungsgeschwindigkeit der Radikale. Wenn wir die entsprechenden Gleichungen einsetzen, erhalten wir diesen Ausdruck. Je größer die AIBN-Konzentration ist, desto kürzer ist die kinetische Kettenlänge. Die radikalische Polymerisation verläuft häufig nach erster Ordnung bezüglich der Monomere und ein halber Ordnung bezüglich der Initiatormoleküle. Dieses Geschwindigkeitsgesetz lässt sich ableiten aus vier Elementarreaktionen, die einem Kettenreaktionsmechanismus entsprechen. Für die Radikalkonzentration gilt das Quasi-Stationaritätsprinzip. Die kinetische Kettenlänge ist proportional dem Kehrwert der Wurzel der Initiatorkonzentration.